drop top down. Calling up my digits in my Motorola and I'm speeding like I robbed someone. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel lesen könnt, gehen wir heute zusammen durch meine Handtaschensammlung. Ich bin gerade dabei ein bisschen, beziehungsweise was heißt eigentlich gerade? Ich habe meinen Kleiderschrank von Winter auf Sommer umgestellt und habe ein bisschen mehr Platz für meine Handtaschen im Kleiderschrank und nicht mehr draußen dranhängend, wie ich es vorher hatte. Und ich dachte, bei der Gelegenheit gehe ich mal durch alle Handtaschen durch, gucke, ob es welche gibt, die ich nicht mehr so gern trage und die ich vielleicht aussortieren könnte. Und ihr braucht mir gar nichts erzählen. Ich weiß, dass ihr sowas auch gerne sehen wollt. Also habe ich gedacht, wir filmen mal zusammen ein Handtaschen-Kollektion-Aussortier-Video. Außerdem, bevor wir starten, zwei News, die ich euch mitteilen möchte. Erstens, meine Upload-Tage verschieben sich auf folgende Zeiten. Ich habe ja bisher regulär Mittwoch 18 Uhr und Samstag 9 Uhr hochgeladen. Diese Verschiebung ist lediglich dem geschuldet, dass ich ja jetzt für mein Magazin noch einmal wöchentlich einen Artikel hochlade. Auf jeden Fall gibt es Sonntag früh 9 Uhr jetzt erstmal noch diese Woche einen Artikel auf managerialrevolution.com und ab nächster Woche muss ich da mal gucken, ich muss mir noch mal kurz Gedanken machen. Vielleicht blende ich es euch hier ein, falls ich mich schon entschieden habe. Was war die zweite Änderung? Habe ich jetzt vergessen. Ich würde sagen, wir hören auf zu plaudern und legen direkt los. Von groß nach klein, oder was meint ihr? Macht das Sinn? Meine derzeit meistgetragene Tasche ist diese hier. Die ist auch noch vollgepackt. Das ist nämlich meine Arbeitstasche. Und das ist die Tasche, die ich jeden Tag mit in die Arbeit nehme. Haha, wie man sich hätte denken können. Und zwar ist die auf der Rückseite schwarz. Vorne hat sie dieses Zebramuster und einen roten Gurt hier vorne. Die ist von der Marke Stov. Kenne ich nicht. Habe ich bei TK Maxx gekauft, weil ich sie schön fand, nicht wegen der Marke. Die hat zwei so kurze Gurte hier, um sie über dem Arm zu tragen. Und einen langen Schultergurt, der mir leider kaputt gegangen ist. Und zwar ist mir dieses Ding hier kaputt gegangen. Ich muss endlich wieder mal... Und tschüss. Gut, dann wäre es vielleicht an der Zeit, mir etwas Neues zu überlegen. Entweder dieses Ding anders festzumachen oder es abzuschneiden. Ich muss mal meinen Freund fragen und seine schlauen Ingenieurskünste in Anspruch nehmen und ihn fragen, wie wir das Ding reparieren könnten. Ansonsten schneide ich den langen Gurt einfach ab. Das ist eine relativ auffällige Tasche. Also ich weiß nicht, ob ich die immer in der Arbeit tragen werde. Wahrscheinlich nicht. So eine richtige, neutrale, passende habe ich noch nicht gefunden. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich sonst noch zur Auswahl habe. Eine Sache, die ich zu meiner Handtaschensammlung vorher noch sagen möchte, ist, dass ihr hier keinerlei Designer-Handtaschen finden werdet oder sonstiges. Also wenn ihr in diese Erwartung auf dieses Video geklickt habt, werdet ihr enttäuscht werden, denn ich kann mit 500 Euro oder 1000 Euro was wesentlich Besseres anfangen, als mir eine Handtasche davon zu kaufen. Zum Beispiel mein Auto zu reparieren oder meine Miete zu bezahlen oder in den Urlaub zu fahren. Ihr werdet lediglich eine Designer-Handtasche bei mir finden und die ist von Michael Kors und die war ein Geschenk und die habe ich letzte Woche bekommen erst. Ansonsten sind alle Handtaschen eigentlich, glaube ich, selber gekauft. Bis auf ein, zwei Geschenke vielleicht noch. Weiter im Text. Eine meiner größten Handtaschen ist diese babyrosane, was ist das, ein Shopper oder so? Tote, weiß ich jetzt gar nicht genau. Von Mojito. Das ist eine Fashion Brand, sowas ähnliches wie H&M. In Budapest habe ich die gekauft und die habe ich sehr, sehr oft getragen. Also das ist übrigens nur Zufall, dass das hier so nach innen geht, weil die nämlich eine Innentasche hat mit Reißverschluss, die hier dran hängt. Deswegen gehen die Seiten so nach innen. Die benutze ich auch oft und zwar immer, wenn ich mit meinem Laptop irgendwo hingehe, weil da passt nämlich der Laptop rein, trinken, da ist diese Innentasche, die ihr gerade gesehen habt. Also die ist so, so praktisch, wenn man mal irgendwie ein bisschen länger unterwegs ist, auch wenn man mit dem Zug wohin fährt oder so. Sehr oft getragen, wird auf jeden Fall behalten. Eine Tasche ähnlicher Größe, die ich besitze, ist diese hier von Mango. Und ich muss sagen, obwohl ich sie eigentlich schöner finde als die rosane, ist sie deutlich unpraktischer, weil man sie nicht schließen kann. Also außer mit einem Druckknopf. Sie hat keinerlei Innenleben, also ist sehr schwer da drin was zu finden. Sie hat zwar hier vorne noch so ein Fach, was ich allerdings niemals benutze. Einfach weil, wenn die Tasche voll ist, das hier vorne sehr eng ist und man da nicht wirklich reingreifen kann. Die gefällt mir zwar immer noch sehr, sehr gut, aber so richtig tragen tue ich sie nicht mehr. Und die Henkel geben langsam den Geist auf. Die fangen langsam an hier einzureißen, das seht ihr glaube ich jetzt in der Kamera nicht. Die hat aber jetzt auch schon gute 8 Jahre auf dem Buckel oder so. Wird eventuell mal Zeit, sich von der zu trennen.
Vielleicht muss ich noch eine Nacht drüber schlafen, aber ich benutze die auch eigentlich super selten. Eine ähnliche, naja, nicht wirklich ähnlich von der Farbe her, ähnlich, nur ein bisschen heller, ist diese Bowling Bag, ebenfalls von Mango, glaube ich. Ja, ebenfalls von Mango. Die habe ich mir im ersten Semester gekauft, das ist echt lange, lange her. Und die hat sich eigentlich sehr gut gehalten. Die würde ich auch behalten, weil das eine der einzigen Taschen ist, die relativ groß ist. Also relativ geräumig und die man komplett zumachen kann. Das ist immer mein Manko. Ich habe zwar ein paar große Taschen, aber alle ohne Reißverschluss. Und wenn man verreist oder so, ist es immer eigentlich sehr ungünstig, wenn man eine große Tasche ohne Reißverschluss hat, wo man einfach so reingreifen kann. Deswegen, bevor ich was Besseres habe, werde ich die wahrscheinlich behalten. Aber ich versuche mal eine zu finden, eine große, die alle diese beiden jetzt, also diese zwei Mango-Taschen ersetzen kann. Ansonsten ist die auch noch in Ordnung, bis auf diesen Gurt hier, der ist fast ab. Ansonsten sieht die eigentlich noch relativ gut aus, aber die habe ich auch gepflegt. Wie gesagt, die darf auch erstmal bleiben, aber ja, sie ist auch nicht so ganz praktisch, weil sie keinen langen Gurt hat und diese Bowlingform, da passt auch immer nicht alles rein, zum Beispiel kein A4 und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir nähern uns langsam den etwas kleineren Taschen. Die hier war die Idee, die zwei anderen zu ersetzen. Die ist so eine Zwischengröße, da passt halt genau A4 rein, aber auch nicht wirklich mehr. Die habe ich auch eine Zeit lang sehr gerne in die Arbeit getragen und vor allen Dingen hatte ich hier vorne auch noch so eine halbe Tasche mit Reißverschluss. Auch sehr praktisch eigentlich. Die einzige Krankheit, die diese Tasche mit sich bringt, ist, dass dieser lange Schultergurt nur mit so Druckknöpfen verbunden ist. Und es mir schon öfter passiert ist, dass die einfach beim Tragen über der Schulter aufgegangen sind und dem Druck nicht standgehalten haben. Und mir die ganze Tasche auf den Boden geknallt ist, weil ich nicht schnell genug danach greifen konnte. Aber theoretisch kann man den Gurt ersetzen. Die Tasche selber ist super. Also ich sollte einfach mal den Gurt ersetzen durch einen besseren. Und dann kann ich die eigentlich noch tragen. Eine Portion kleiner wieder ist diese Grau hier. Die habe ich in meinem Auslandssemester in Finnland gekauft. Der Laden heißt OIS. Oder die Marke, keine Ahnung. Die gefällt mir auch immer noch sehr gut. Die trage ich auch häufig. Für, ja, teilweise auch für die Arbeit, wenn ich nur einen kurzen Tag habe, nicht so viel mitnehmen muss oder solche Sachen. Die kann man leider auch nicht zumachen. Die hat nur zwei so Randfächer mit Reißverschluss quasi, wo man was in den Rand tun kann. Aber sonst leider auch nicht schließbar, deswegen auch nicht 100% ideal. Aber die ist eigentlich auch noch in Ordnung und ich trage die auch noch ab und zu. Die darf auch erst gehen, wenn ihre Zeit endgültig abgelaufen ist und ich sie nicht mehr trage. Oh, da tut mir echt das Herz weh, weil die war eigentlich sogar relativ teuer. Also das ist eine meiner teuersten selbst gekauften Taschen. Diese hier ist von Buffalo, aber ich trage die so selten, weil sie einfach halt auch relativ auffällig ist. Man sollte meinen, dass man eine schwarz-weiße Tasche relativ viel kombinieren kann, aber ich tue es irgendwie einfach nicht. Ich trage die so selten. Dabei gefällt sie mir eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob ich sie mir jetzt noch kaufen würde. Das Manko an dieser Tasche ist, dass der Eingang super eng und klein ist und kleiner als die eigentliche Masse, die da reinpasst sozusagen. Also man kann da jetzt nicht mehrere große Sachen reintun, weil das alles nicht gemeinsam durch diesen Eingang hier oben passt und man das dann nicht richtig rauskriegt, wenn man nur eine Sache rausziehen will und so. Das ist ein bisschen schwierig, ansonsten ist die echt schön. Ich gebe ihr mal noch ein Jahr, wenn ich sie im nächsten, oder sagen wir bis Ende des Jahres 2018, wenn ich sie im Jahr 2018 nicht mindestens 5-mal getragen habe. Nein, danke. Danke, ciao. Vielleicht nicht. Tschüss. Siri wollte sich unterhalten. Also, wenn ich sie im Jahr 2018 nicht mindestens 5-mal getragen habe, dann würde ich sagen, kommt sie weg. Jetzt kommen wir zur perfekten Tasche, denn ich habe sie immerhin selbst entworfen. Meine Foxy Bag, wie könnte ich mich jemals von ihr trennen? Ich denke, ich werde mir irgendwann mal noch eine zweite holen in einer anderen Farbe. Ich habe ja jetzt mich für nur schwarz entschieden, falls ihr die Geschichte dahinter nicht kennt. Ich kann euch gerne alle Videos mal unten verlinken. Das ist meine selbst entworfene Tasche zusammen mit Lecrio, die dürfte ich selbst designen. Und sie ist die perfekte Tasche, denn es passt alles rein, sie passt für jeden Anlass. Es ist eine von morgens zur Arbeit bis abends in die Bartasche. Wie könnte ich jemals ohne dich sein, Baby? Ich trage sie wirklich in meiner Freizeit fast ausschließlich. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Jetzt haben wir noch so ein paar kleinere Zwischengrößen. Und zwar bin ich auch ein bisschen der Marke Dune verfallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Gibt es bei TK Maxx. Die machen sowas in der Art.
Das ist eine Leo-Tasche, die trage ich tatsächlich sehr gerne, wenn ich ein nur schwarzes Outfit anziehe und natürlich die Größe zum Anlass passt, dieser Tasche. Und dann noch so ein bisschen was extra fehlt. Zum Essen gehen oder so eigentlich tatsächlich eher selten, außer wir haben den Hund dabei, dann kann ich da einen Hundeknochen und so und seine Decke noch reintun. Wenn ich jetzt wirklich ohne Hund nur eben ins Restaurant gehe, dann reicht mir eigentlich eine Klatsch. Aber so als Freizeittasche trage ich die eigentlich auch recht gerne. Dieses Leo-Muster ist halt einfach unschlagbar. Bereue ich nicht diesen Kauf, werde ich auch niemals gehen lassen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Dune-Tasche und zu einer von zwei roten Handtaschen, die ich besitze, wenn ich mich nicht täusche. Die habe ich ganz klar wegen der Farbe gekauft. Ich muss allerdings sagen, dass sie zwar wunderschön ist, aber äußerst unpraktisch. Also sie hat auch noch einen langen Gurt, der ist jetzt drinnen, so ein Schultergurt. Problem an der Tasche ist, wenn man sie ohne Schultergurt trägt, was ich eigentlich lieber mache, also so. Und man macht sie dann auf, dann macht man den Reißverschluss auf. Und dann fällt sie so auf, weil man ja jetzt auf der anderen Seite keinen Henkel hat, den man festhalten kann, versteht ihr? Also man hat ja nur den Henkel auf dieser einen Seite und wenn man sie dann hält, dann fällt sie so auf. Also wenn sie schwer beladen ist zumindest. Auch die trage ich eigentlich sogar relativ oft als Fashion Statement. Jetzt nicht unbedingt, weil sie so praktisch ist, aber einfach, weil sie wunderschön aussieht. Dann eine Tasche von Christian Laurie, wenn man das so ausspricht. Ebenfalls ein TK Maxx Kauf mit einer Goldkette, die jetzt innen ist. Also die Goldkette ist quasi schulterlang. Die habe ich bloß rein und dann zugemacht. Einfach nur eine sehr, sehr wunderschöne Tasche, die ich auch wegen der Optik hauptsächlich gekauft habe. Hat dieselbe Größe wie die Dune-Handtaschen. Die Dune-Handtaschen und auch diese sind alle von TK Maxx. Ich kaufe echt gerne Handtaschen bei TK Maxx, weil die so außergewöhnliche Sachen haben. Die trage ich nicht so oft, wie ich sollte, weil dieser lange Metallgurt einfach so unbequem ist über die Schulter. Aber dennoch trage ich sie manchmal, wenn ich so bräunliche Outfits trage. Deswegen würde ich die auch behalten. Okay, jetzt kommen wir zu einer sehr legeren Tasche, wo ich mir beim Kauf nicht unbedingt sicher war, ob ich die tatsächlich viel tragen werde. Die war im Sale für 10 Euro oder so, aber ich habe sie tatsächlich so oft getragen. So oft. Und zwar ist das eine Bucket Bag. Die waren ja mal eine Zeit lang richtig krass in Mode und dann irgendwann wieder out, aber trotzdem. Also die ist so praktisch, weil die halt komplett, also die fasst einfach so viel. Ein Ticken heller machen hier. Die fasst einfach so viel Zeug und ist gleichzeitig so bequem, weil der Gurt einfach, der macht es halt aus. Ne? Der ist so bequem. Achtet bei solchen Taschen auf jeden Fall immer auf den Gurt. Und die sieht halt auch noch aus wie eine 1, obwohl ich die so oft getragen habe. C&A übrigens. Rucksäcke. Mein Nonplusultra-Rucksack, den ich immer vor allen Dingen auch auf Reisen dabei habe, ist dieser schwarze Rucksack hier. Das war ein Amazon-Kauf, den kann ich euch mal unten verlinken. Bester Kauf aller Zeiten, weil der hier vorne diesen Karabiner hat, der schließt. Bedeutet, ihr seid relativ diebstahlsicher auf Reisen und da passt so viel rein. Die Gurte sind super bequem. Hinten ist nochmal ein Safe-Fach. Da sind verschiedene Fächer drin, also... Außerdem ist der, glaube ich, sogar wasserdicht oder aus einem wasserabweisenden Stoff sogar. Also bester Kauf aller Zeiten. So, jetzt würde ich mich doch tatsächlich mal von etwas trennen und zwar von diesem Rucksack. Der ist irgendwie so ein bisschen vorbei für mich. Ich weiß auch nicht warum. Trage ich eigentlich nie. Hatte ich in China 2014 dabei. Und seitdem ist irgendwie ein bisschen vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, von wo der ist. Aber der ist eigentlich ziemlich gut aufgebaut, weil diese ganzen Taschen sind funktionsfähig. Der hat innen auch mehrere Fächer. Auf der Rückseite auch noch ein Reißverschlussfach. Eigentlich ist der ganz gut, aber ich trage ihn einfach nicht mehr. So, jetzt kommen wir zu meinem neuesten Einzug sozusagen. Zu dem Geschenk, was ich diese Woche bekommen habe. Eine Michael Kors-Tasche. Das ist ungefähr die praktischste Tasche aller Zeiten. Sie hat zwei Fächer mit Reißverschluss und man merkt halt sofort die Qualität. Weil habt ihr gemerkt, wie leicht dieser Reißverschluss aufgeht? Es ist einfach wunderbar. Es ist weirdly satisfying, wie leicht dieser Reißverschluss geht. Okay, genug von Reißverschlüssen. Sie hat, wie gesagt, zwei Fächer, die man aufmachen kann. Man kann auch in die Mitte zwischen diese zwei Fächer noch was stecken. Und ich glaube, das wird meine neue Alltagsklatsch, meine schnell mal wohin Klatsch, die man ja nur dann auch Crossbody tragen kann mit Gurt. Und das Coole an der ist halt, der Gurt ist auch nicht so breit, das heißt, er ist auch nicht so massiv, schneidet nicht ein, macht nicht so viel mit den Klamotten, ist nicht so auffällig. Ich glaube, die werde ich sowas von lieben. So, jetzt kommen wir zu einer Tasche, die gehen muss wahrscheinlich. Die gehören jetzt alle so ein bisschen zusammen. Also, okay, ich fange mit einer anderen an. Ganz am Anfang stand diese hier, die so billig ist, die ich aber ständig getragen habe, einfach wegen ihrer Größe. Und etwas in dieser Größe, was schwarz ist, brauche ich einfach gefühlt, ja, fast schon täglich, wenn man schnell mal nur aus dem Haus geht.
Und weil sie eben so eine Billigtasche ist und auch langsam halt den Geist aufgibt, wollte ich sie ersetzen. Dann habe ich diese hier bei TK Maxx gekauft, in der Hoffnung, sie zu ersetzen. Und sie konnte sie nicht ersetzen, denn sie ist nicht gut genug. Jetzt habe ich ja die Michael Kors Tasche dafür. Diese hier, ich weiß nicht, sie sieht so aus, als würde sie perfekt sein, aber sie ist es einfach nicht. Das Problem ist, da passt nicht ansatzweise so viel rein wie in die andere. Das merkt man aber erst, wenn man sie richtig benutzt, weil sie hat hier oben zum Beispiel diesen Reißverschluss in dieser Tasche. Und sobald man hier oben was reintut, reicht der Druckknopf nicht mehr bis runter quasi. Und auch wenn man die Fächer hier innen vollpackt, dann geht der Druckknopf einfach nicht mehr richtig zu. Und das ist schon sehr nervig. Der Gurt ist natürlich Geschmackssache. Das ist jetzt so ein ganz ausgefallener breiter Gurt. Die waren ja letztes Jahr ziemlich in. Aber den Gurt kann man natürlich austauschen. Also das wäre jetzt nicht das Problem. Die hat halt sogar hinten auch noch eine Tasche. Ich denke, ich werde den Gurt mal austauschen und ihr auch noch bis Ende des Jahres geben. Und wenn ich sie gar nicht getragen habe, dann kommt sie weg. Aber ich habe ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen für sie, nachdem ich ja jetzt die Michael Kors Tasche habe, die ungefähr so viel besser ist. Die hier war auch ein Versuch, die erste schwarze zu ersetzen. Die ist ein bisschen besser aufgebaut von der Aufteilung her. Die trage ich auch tatsächlich manchmal. Das Einzige, was mich an dieser Tasche stört, ist, dass diese Riemen, die ja aus Metall sind, sehr schwer sind. Und das nervt mich einfach. Das macht mir Nackenschmerzen. Ich bin leider eine totale Mimose, was sowas angeht. Das hätte ich mir auch mal vorher überlegen können. Aber ich könnte zum Beispiel diesen Gurt in die andere Tasche machen. Das würde gehen. Ich muss da noch mal ein bisschen rumprobieren, aber bei der ist es auch so, die trage ich super selten. Und wenn ich die bis Ende des Jahres nicht öfter getragen habe, dann glaube ich, gebe ich die auch weg. Die wird jetzt wahrscheinlich erst so richtig aufblühen. Die habe ich letztes Jahr in Budapest gekauft. Die hat einen langen Gurt auch. Die ist relativ billig, also die hat so 10 Euro gekostet. Aber sie ist einfach witzig und macht Spaß. Und ich habe einen Lippenstift von MAC, der genau die gleiche Farbe hat. Und wenn ich das trage zusammen, das sieht einfach so cool aus. Deswegen darf die auch auf jeden Fall bleiben. Weil das ist auch irgendwie so die perfekte Sommertasche, nur schnell in die Stadt mit Kleidchen und so. Ja, das war, weiß ich nicht genau. Das gab es zum Escada Parfüm dazu. Warum ich dieses Ding jetzt unbedingt haben wollte, anstatt einfach nur das Parfum, bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher, warum ich das haben wollte. Ich überlege mir mal, ob ich das noch irgendwie anders verwenden kann. Vielleicht auf Reisen oder so. Als Behältnis für irgendwas? Unsicher. Ah ja, süße Idee von Mango. Passt halt leider nur mein Handy und mein Schlüssel rein und das war's. Also das trage ich auf einem sehr, sehr schicken Anlass, wo ich halt nicht meinen Geldbeutel dabei habe, so auf die Tour. Da tue ich dann halt Bargeld rein. Also es wäre jetzt so meine Disco-Tasche, auch wenn ich nicht mehr wirklich in die Disco gehe. Aber ich finde sie wahnsinnig schön und wenn ich mal so einen Anlass habe, wo ich sowas bräuchte, dann trage ich die schon auch, so ist es nicht. Deswegen darf die bleiben. Die zweite rote Tasche ist ebenfalls eine Clutch in Envelope-Optik, also Briefumschlag-Optik. Das war ein Geschenk von meiner besten Freundin. Und die habe ich erst letzte Woche getragen, so als Farbklecks. Rot ist ja gerade so richtig in. Deswegen komme ich auch gerade öfter dazu, mal meine roten Sachen zu tragen. Also mit schwarzer Lederjacke. Ich trage öfter mal so schwarz All-Over, zerrissene Jeans, Turnschuhe, Lederjacke in meiner Freizeit. Und dann die dazu ist halt richtig cool. Deswegen darf die auch auf jeden Fall bleiben. So, dieses gute Stück musste ich auch definitiv mal öfter tragen. Das war ein Geschenk von meinem Freund auf einem Afrikamarkt. Die ist aus Echtleder und die ist halt handgemacht und so. Man sieht halt, dass sie nicht industriell gefertigt ist, weil die Nähte sind alle nicht richtig gerade. Und hier steht was ab und da steht was ab und die hat einfach echt Charakter. Und die finde ich richtig cool, wenn man so ein bisschen für den Hippie-Look geht. Irgendwie denglische ich gerade total. Für den Hippie-Look gehen. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Going for the Hippie-Look? Weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, ihr seht den Vibe, den die Tasche so vermittelt. Das ist einfach ein Charakterstück, würde ich niemals hergeben. Vor allen Dingen auch, weil es ein Geschenk von meinem Freund war. Große Liebe. So, bei der bin ich mir nicht sicher. Die habe ich auch in Budapest gekauft. Allerdings, ja, erstens gefällt mir das Innenmuster nicht so gut. Wobei man darüber ja hinwegsehen kann, weil das sieht man so selten. Aber die ist einfach auch so ein bisschen durch und so ein bisschen billig. Und irgendwie werde ich mit der nicht mehr so richtig warm. Die Reißverschlüsse haben sich schon ein bisschen verfärbt und man sieht, dass die einfach billig sind. Die Nähte sind innen schon ein bisschen aufgegangen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Longchamp! Wer war damals auch schon beim Hype dabei? Es gab eine Zeit, da war ich ungefähr in der 11. Klasse. Da ging es einfach nicht ohne Longchamp. Da musste man einfach eine haben. So wie mit den City-Rollern als Kind. Nur, dass wir da quasi so 18 waren. Ja, und ich besitze tatsächlich drei. Also das hier, oh, ich krieg's gar nicht mehr zu.
Das hier ist eine Reisetasche, also so eine ganz große. Die werde ich deshalb auch behalten, weil das eigentlich so fast meine einzige Reisetasche ist. Die hier ist halt ungefähr so abgeranzt. Die ist schon total kaputt und sieht echt total schlimm aus. Wobei es geht. Ich glaube, ich habe die mal reinigen lassen. Ja, die Ecken sind sogar schon auf. Seht ihr das? Also eigentlich würde ich sagen, die kann direkt in den Müll. Bloß war das ein Geschenk von meiner Mutter und meine Initialen sind hier drauf gestickt oder drauf geprägt eigentlich. Deswegen kann ich die aus Nostalgiegründen eigentlich nicht gehen lassen, auch wenn die so abgeranzt ist. Aber die habe ich halt echt so 3 Jahre lang täglich getragen oder so. So, dann haben wir hier eine blaue mit langen Gurten. Und bei der bin ich mir nicht sicher, ob sie gefälscht ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wenn sie gefälscht wäre, würde ich sie einfach wegtun. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das sehen kann. Also, weil die Knöpfe, die haben schon die Prägung und der Reißverschluss, hier ist auch dieses Ding dran, das hat schon auch die Prägung. Deshalb, die habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Erst zu Hause bin ich auf die Idee gekommen, dass das nicht echt sein könnte. Aber das Leder sieht mir eigentlich schon echt aus. Ich bin mir nicht sicher. Schreibt mir mal, woran ich das erkennen kann und davon mache ich dann abhängig, ob ich die behalte oder nicht. Und wenn ich weiß, dass sie echt ist, vielleicht trage ich sie dann auch mal. Ich laufe nämlich nicht gern mit gefälschten Sachen rum. Eine Silvesterhandtasche. Beziehungsweise eine Silvesterklatsch, die so aus Metall ist. Die kann eigentlich nichts außer glitzern. Aber kann man mal im Schrank haben für solche Anlässe. Kann ja auch sein, dass ich mal irgendwann auf einen Abschlussball gehe oder solche Sachen. Bälle generell. Ist nicht so übel, oder? Haha, ich habe noch eine Klatsch von Le Creo ebenfalls. Und die werde ich wahrscheinlich morgen tragen. Morgen bin ich auf eine Hochzeit eingeladen von einem Arbeitskollegen. Da habe ich mich für dieses dunkelbraune Leder entschieden. Und innen hat die so Cremefarben, da passt halt das Handy rein und ein bisschen Geld und so. Das ist wie gesagt auch so eine Tasche für den Ball oder sowas. So, und jetzt haben wir hier noch 4 so etwas merkwürdige Klatsches. Diese 2 hier, die habe ich oft als Tablet. Aufbewahrungstasche benutzt. Momentan habe ich kein Tablet, aber mein Freund hat noch eins, deswegen würde ich das vielleicht mal noch dafür aufheben, aber definitiv raus aus meiner Handtaschenschublade, weil das trage ich nicht als Handtasche. Das Silberne kommt, glaube ich, auch eher ins Bad oder so oder irgendwo anders hin als Aufbewahrung, aber als Handtasche würde ich die jetzt auch nicht tragen. Diese 2 hier sind von Codello, von einer Kooperation, die ich die letzten Monate mit denen hatte. Die sind halt auch super als Tasche in der Tasche sozusagen. Also gerade wenn ihr halt so eine ganz große Tasche habt für Reisen oder so und wo ihr ganz viel verschiedenes Zeug habt oder große Rucksäcke oder so und ihr findet einfach nichts mehr, dann eignen sich die halt super, um zum Beispiel die Kabel da rein zu tun oder die Knabbersachen. So Dinge, die einfach am Boden der Tasche verloren gehen, das kann da rein. Und dafür würde ich es benutzen, aber jetzt solo sehe ich mich das eher nicht zu tragen. Okay, ich habe echt nicht viel aussortiert, aber es sind ein paar Taschen dabei, die ein Ultimatum bekommen haben. Und wenn ich die bis Ende des Jahres nicht öfter trage, dann kann ich das, glaube ich, selber von mir nicht mehr weiter rechtfertigen, die noch länger zu behalten. Und dementsprechend müssen sie dann doch gehen. Ich hoffe, ihr fandet das Video unterhaltsam und wir sehen uns am Mittwoch vielleicht wieder. Ich weiß nicht, ich blende euch nochmal meine neuen Upload-Tage da ein. Ich muss mich da selber erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Vergesst nicht, auf meinem neuen Blog bzw. bei meinem neuen Magazin vorbeizuschauen. Ich verlinke euch das auch unten. Es ist ein neuer Blogpost online gegangen am Sonntag um 9. Falls es noch nicht Sonntag ist, kommt online. Tut mir leid, ich bin irgendwie verballert heute. Ich hatte einen langen Arbeitstag. Sonntag 9 Uhr, neuer Artikel zum Thema Bewerbungen schreiben. Ich denke, das könnte auch interessant für den einen oder anderen von euch sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!